Unfassbar. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so klappt. Also was, wirklich. Was machst du beruflich oder wie ist deine Ausbildung? Ich was? Bin noch in der Schule. Ich bin im Wasser-Gymnasium in der 7. Klasse. Okay, wow. Dieses so Jahr bin ich sogar Schulsprecher geworden. Ich bin oberster Schulsprecher dieses Jahr. Und ja, generell politische Themen interessieren mich auch sehr. Die Politik, ich weiß, Sie waren einer der Lehrer oder haben damals auch Sebastian Kurz ausgebildet oder ihn unterrichtet auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Wie finden Sie jetzt, wie agiert er? Naja, ich bin mit vielem natürlich nicht einverstanden. Ich finde, er hat große Talente und ich habe ihm das auch immer wieder gesagt, auch persönlich, weil ich will ihm nicht Dinge öffentlich ausrichten, die ich ihm persönlich nicht sage. Wenn du so oft so Polizisten spielst oder so, ob du dir dann manchmal denkst, dass du, ob du dann auch Lust bekommst, im echten Leben sowas zu machen oder so. Du, das Schöne an unserem Beruf ist ja, dass wir das nicht machen müssen, weil wir es ja so tun dürfen. Wir dürfen ja so tun, als ob. Wie hast du den Mut bekommen, einfach deine Karriere bei ORF aufs Spiel zu setzen und Musik zu verfolgen? Ja, das war schon ein bisschen jugendlicher Leichtsinn vielleicht. Also ja. Anders machen, weil heute bin ich Mutter und da hat man natürlich mehr Verantwortung. Aber ich meine, für mich war das damals ganz klar. Ich war einige Jahre schon bei Ö3 und dann dachte ich mir, nein, ich muss jetzt einfach alles auf eine Karte setzen und das war die Musik. Hallo, Herr Zehn. Ich höre Sie nicht. Ihr Mikro noch freischalten. Ich habe sie ausgewählt, weil ich halt selber Fußball spiele. Kannst ruhig du sagen, Kristalina. Okay, ja, dann du. Ja, ich spiele selber Fußball, also ich wohne in Wien. Und ja, das fand ich super, dass ich dich dann halt gesehen habe, weil ich kenne dich halt aus dem Fernsehen und so und von Werder Bremen. Und das fand ich halt cool, dass ich jetzt mit dir reden darf, also dass das möglich ist. Sowieso, das ist kein Problem. Wirklich, mich freut es, wenn das junge Leute interessiert, was ich mache, also wenn sie das mit dem beschäftigen. Und deshalb ist es immer wieder schön, wenn ich da darüber sprechen kann, wie es bei mir einfach war. Hören Sie mich? Ja. Ist es für dich eigentlich schwer, so in Deutschland zu leben? Oder hast du dich schon dran gewöhnt? Na, also durch das, dass ich dann viele Jahre halt hin und her gependelt bin, habe ich mich schon daran gewöhnt. Klar, von der Kultur und von der Umstellung ist jetzt zum Glück auch nicht so ein großer Unterschied, ja, als wie zu Österreich. Aber ich denke, wenn du generell ein junger Spieler bist und dann weit weg von zu Hause bist oder in ein ganz anderes Land mit anderen Sitten und Kulturen, dorthin kommst, dann ist es schon was anderes. Aber für mich war es echt in Ordnung. Okay, finde ich cool, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Gerne. Vielen Dank, dass du das nochmal gebucht hast und ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bleib Dankeschön. Gesund. Dankeschön. Dir auch. Bitte. Tschüss. Ciao, ciao. Man, wir könnten noch einmal versuchen, einen Slot einzutakten. Ich sag's der Technik. Die sollen sie noch einmal einbuchen. Auf einen Moment. 0699. Ich habe jede Rolle sehr gerne gemocht. Aber jetzt sag mir mal schnell mal, was möchtest du denn noch machen? Jetzt?